Ich fahre in meinem Wagen. Jemand schneidet mich. Ich denke bei mir, ich könnte diesen Kerl erdrosseln. Aber ich tue es nicht, nicht wahr? Das möchte ich hoffen. Ganz recht. Solche Dinge passieren uns. Die Menschen tun uns Unrecht. Aber wir rennen nicht durch die Gegend und erfinden Psychopathen, die die Drecksarbeit für uns machen, oder, Doktor? Doch. Gewaltfantasie 2. Ich hab wieder mal den ganzen Tag meinen Hass mit dir still. Aber nun muss ich mich anderen Dingen widmen. In Schwarz ist ein Junggeselle und ein Hausmann. Ich muss selber bügeln und einkaufen auch, Mann. Denn ich hab keine Milch mehr für den Kaffee. Kein Katzenfutter mehr, soll das bis Brief auf den Sack gehen. Dein Blut ab zu Edeka, ich freu mich, yeah. Denn ich hasse Lebensmittel und Menschen noch mehr. Laufe durch die Gänge mit dem Tunnelblick. Nehme, was ich brauche und ich bringe Scheiß zur Kasse hin. Bitte keine lange Schlange, doch das ist kein Grund für mich. Auch zu atmen, denn da sind zwei abgefuckte Hipster geht. Bitte nicht! Gott, sorg, es geht nicht in den Ohren drüttel. Und die ganze Zeit das verfickte Smartphone am Befummel. Diese Nutte ist behindert und der Typ könnte schwuchteln. Denn der ist genauso angezogen, ja, wie seine Tussi. Sie hat nur Kaugummi und Tabaks zu bezahlen. Aber natürlich zückt die Göre ihre scheiße C-Karte und hebt ihren Pin ein. Hups, der war falsch, das kann nicht sein. Na, ich bekomm schon den Hals. Zweiter Versuch, aber der Pin haut nicht hin. Und in mir wächst der Wunsch, diese Schlampe umzubringen. Tut mir leid, sagt die Kassiererin genervt. Doch das war der dritte Versuch, ihre Karte ist gesperrt. Also wird der ganze Scheiß storniert. Und ich träum bereits davon, diese Bitch zu massakrieren. Jetzt ist ihr Typ dran, nur eine Dose Cola. Und als ich seh, wie er seine EC-Karte rauszieht, da raste ich aus. Packe mir den Spaß, denn nutze später seine gottverdammte Fresse. Mit der Kasse seinen dummen Freunden gleich mal zur Verzicht gebracht. Und ich drehte ihre Fresse zu blutigem Matsch. Steine in die Leiche mit 1 Euro Münzen und dann lächerlich zufrieden. Denn jetzt bin ich glücklich. Natürlich hab ich beide nichts getan, aber solche Gedanken helfen mir sowas zu ertragen. Gewaltfantasie toben durch mein Gehirn. Barbarische Massaker hinter meiner Stirn. Ich schalte es nicht mehr aus, schreibe sie auf, geh ans Mikrofon und schreie sie raus. Gewaltfantasie toben durch mein Gehirn. Barbarische Massaker hinter meiner Stirn. Ich schalte es nicht mehr aus, schreibe sie auf, geh ans Mikrofon und schreie sie raus. Es ist wieder mal Zeit, mit dem Bus zu fahren. Auch wenn ich keine Lust drauf hab, die könnte stecken wie du. Ich hab es oft dargelegt, von Fickenzirn bis ich hasse alles und je. Es beginnt mit der Wartezeit. Ich bin gereist und frag mich, wo der Scheißbus bleibt. Wo? Jeden Tag dasselbe, für die BVG. Weil ich mir mal wieder schön die Beine in den Bauch steh. Da vorne kommt er, ich seh schon aus der Ferne. Und der linke Körper drängelt sich nur hin und bringe den Wagen fast zu Bersten. Und da kommt er an, die Tür öffnet sich langsam. Und schon rieche ich den Gestank, der immer mitschwingt. Wenn sehr viele Menschen an einem Punkt versammelt sind. Arschgeruch, Achselschweiß, Käsefüße. Tausende Gerüche und mir wird sofort übel, aber trotzdem steig ich ein in das Scheißteil. Quetsche mich an dem menschlichen Brei vorbei. Kann kaum atmen in diesem Gedränge. Zwänge mich durch und werde Teil der Menge. Und muss was kotzen, ihr inmitten diesem Haufen aus verschissenen Drecksorganismen. Sauerstoffverschwender, Atemluftverbraucher. Ihre Blicke sind leer und ihre Hirne nicht brauchen. Und ich bin wieder, was ich nie sein wollte. Ein Teil der Masse, mit anderen verschmolzen. Diese ganze Körper fangen zu, als wären sie eins. Ein riesiges Geschöpf aus Haut, Haaren und Fleisch. Und als der Bus in die Kurve biegt, fühle ich, wie mich der Druck tiefer in die Masse schwingt. Und ich kann es nicht mehr halten und raste aus. Gib mir Raum, gib mir Kopf, verdammt nochmal Raum. Und ich fange an, um mich zu schlagen. Blut spritzt, es knackt, denn ich treffe auch Beine und Nasen. In blinder Panik lauf ich am Ort, zumindest in Gedanken. Denn in Wirklichkeit hab ich gelernt, den Scheiß zu ertragen. Gewaltfantasie toben durch mein Gehirn. Barbarische Massaker hinter meiner Stirn. Ich schalte es nicht mehr aus, schreibe sie auf. Geh ans Mikrofon und schreie sie aus. Gewaltfantasie toben durch mein Gehirn. Barbarische Massaker hinter meiner Stirn. Ich schalte es nicht mehr aus, schreibe sie auf. Geh ans Mikrofon und schreie sie aus. Ich bin wahrer Misanthrop. Ich weiß nicht, woran es liegt, doch es ist so. Ich bin unterwegs, irgendwo draußen. Irgendwo, wo lauter Leute herumlaufen. Sie umgeben mich, und was ich hier merke, immer wenn ich mit so vielen Menschen konfrontiert werde, fühle ich mich wie unter einer Stierherde. Ich schwitze, während mein Herz thematisch hier zerberste. Und um diesem Gefühl zu entfliehen, flüchte ich mich in diese Gewaltfantasien und werde zu Killer. Töte jeden, der mich nervt, auf bestialische Weise. Brutaler und pervers, schlag die Axt in den Kopf und den Hammer ins Gesicht, bis der Knochen bricht und das Blut letterweise spritzt. Aber nur in Gedanken, die Gedanken sind frei und ich nutze sie
Gewaltfantasie. Gewaltfantasie toben durch mein Gehirn. Barbarische Massaker hinter meiner Stirn. Ich schalte es nicht mehr aus, schreibe sie auf. Geh ans Mikrofon und schreie sie aus. Gewaltfantasie toben durch mein Gehirn. Barbarische Massaker hinter meiner Stirn. Ich schalte es nicht mehr aus, schreibe sie auf. Geh ans Mikrofon und schreie sie aus. Das ist der große weiße Hai unseres Unterbewusstseins. Die Verkörperung unserer Mordgedanken, die wir haben. Er ist die innere Stimme, die uns zuflüstert. Erwirkt doch endlich diese Alte, die so endlos lange an der Kasse braucht. Wer weiß, ob er nicht vielleicht auch in dir steckt.